Da würde ich gerne mal einkaufen gehen. Stopp. Der Laden ist Privatgrund und da dürfen wir nicht einfach so mit einer Kamera reinlaufen. Der Redakteur muss als erstes fragen. Wir drehen so eine Art kleine Shopping-Sendung und würden da bei Ihnen im Laden gerne eine Kleinigkeit drehen, wenn das geht. Aha. Das dauert auch nicht lang und wir behindern auch niemanden. Das waren jetzt schon zwei Versprechen, die so nicht ganz stimmen. Aber die Verkäuferin kann solche Entscheidungen eh nicht treffen. Sie versucht, den Geschäftsführer zu erreichen. Okay. Wenn wir Glück haben, ist dieser tatsächlich im Haus. So, für welchen Sender ist das denn? Für Happy TV ist das. Und das ist nichts Kritisches über Shopping, es ist ein positiver Bericht. Nein, so Erlebnis-Shopping. Und ich denke mir, Ihr wunderschöner Laden ist wirklich top geeignet für so ein Feel-Good-Event. Was zahlen Sie? Sie überhaupt? Eher nichts. Aber das ist ja eigentlich auch Werbung für Sie, weil die Sendung ist dann deutschlandweit im Fernsehen. Also, top Sache. 20 anbiedernde Minuten später haben wir die Drehgenehmigung. Wir haben dem Besitzer versprochen, groß den Boutique-Namen zu zeigen, den wir im Schnitt dann wieder pixeln, denn sonst wäre es ja Schleichwerbung. Okay, rein. Doch jetzt gehen die Probleme erst richtig los. Die Verkäuferin möchte nicht gefilmt werden. Gut, das können wir verstehen und überreden ihre Kollegin. Einziges Problem, diese Frau trägt ein kleinkariertes Muster, das der Kamera technische Probleme bereitet. Es flimmert. Ist das geklärt, geht es ans Shoppen. Hier muss der Redakteur darauf achten, dass unsere Kandidatin keine Kleidung nimmt, auf der riesengroße Markenlogos zu sehen sind. Also ich finde, dieses Hemd passt ja heute. Geht nicht, dunkel. Ja, Mai, dann machen wir es halt hier. Da sehe ich mich im Spiegel. Ja, dann hängen wir den eben ab. Also ich finde, dass das Hemd ja ist. Stopp, wir haben ein Tonproblem. Einen Moment. Oh, danke. Also das Hemd würde... Ich habe ja auch so eine Kamera verstellt hier. Wir haben jetzt noch 20 Minuten. Gut. Nach weiteren 50 Minuten ist dann auch schon alles im Kasten und unser Team kann weiterziehen. Doch nicht ganz. Alle Menschen, die im Bild zu sehen sind, müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass wir sie im Fernsehen zeigen dürfen. So, das waren jetzt 2 Minuten Film.